Hallo und willkommen zu einer neuen Runde FIFA 21 Karriere. Jetzt geht's gegen Schalke, die sind 14. Kämpfen auch nur um den Abstieg. Und wir kämpfen halt eben, wie gesagt, um die europäischen Plätze. 3 Punkte hinter Hoffenheim. Gegen wen spielt denn Hoffenheim? Gegen Bre gegen. Nein. Gegen Wolfsburg. Das könnte auch noch schwer werden. Deshalb würde ich einfach mal sagen, auf ins Getümmel. Hauen wir mal die Schalker weg. Ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Schlag für uns, wenn wir hier gewinnen würden. Eine der letzten Hoffnungen für Europa, meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, wenn wir hier verlieren. Ja, und Hoffenheim halt eben gewinnt, dann sind es schon 6 Punkte und ich glaube, die holen wir nicht mehr auf. Aber wie gesagt, selbst wenn es mit Europa nicht klappen sollte, in der ersten Saison in der Bundesliga ist das jetzt auch kein Der große Moment Weltuntergang. ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Finde ich zumindest mal. Hallo Wir haben und uns echt willkommen, gut liebe geschlagen bis FIFA-Freunde. jetzt. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Ja, geht gut dazwischen. Im letzten Auswärtsspiel haben Sie ein Unentschieden geholt. 1:1 ging das Spiel aus und ich könnte mir vorstellen, dass das heute einen ähnlichen Verlauf nimmt. Er spielt den Pass auf den Flügel. Nein, Unentschieden wäre auf jeden Fall Postuelo. besser wie eine Niederlage, aber. Schön dazwischen gegangen. Da können Sie klären. So, wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 5 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Treffsicher sind Sie ja. Das wollen Sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und wenn Sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass es gut Oh, geht. Sie bekommen den Einwurf. schießen wir den eigenen Mann an. Er holt sich den Ball. Dejan Jovelic. Sie verlieren den Ball. Oh, ey. Gerade schon verletzt, fängt ja schon gut an. Bring mal ab, der ist ein bisschen unglücklich. Im Parallelspiel hat es ein Tor gegeben. Wir gehen mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 15 Minuten. Chance zur Führung. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ecke kommt. Ja, Sie können erst mal klären. Aber viel zu kurz. Abseits, oder? Ja. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Ah, verflixt. Da stand der Assistent gut. Abseits. Da kann er ihn stoppen. Amin Arid. Bentaleb. Schöner Pass. Was macht er draus? Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Jetzt ist der Platz da. Was Ah. für eine Technik! Mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Ah, da ist keiner Volley da. genommen, das ist gar nicht so einfach. Macht er Von technisch Mendes perfekt. drittes Ein Schuss wie Saisontor. ein Strich. Und deswegen feiern sie zu Recht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Aber man muss halt eben auch sagen, wir sind bis jetzt auch wirklich noch nicht vors Tor gekommen von den Schalkern. Nur nicht großartig. Miloš Pantović.
Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Oh, toll. Da versucht er es von ganz weit draußen, aber keine Gefahr. Ja, da ist Platz jetzt. Der Versuch war harmlos. Ja, das war scheiße. Und er pfeift abseits. Vincenzo Grifo könnte der Ausgleich sein. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Wow, was für ein abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Was für ein Hammer, aber leider abgewehrt. Pozuelo. Clinton Mata. Da passt er auf und hat den Ball. Miloš Pantovic. Schöner Pass jetzt. Schöner Ball auf Basila. Genau hinschauen jetzt. Ja, da ist der Ausgleich. Jetzt ist das Spiel wieder offen. Schönes Ding von Barilla. Aber auch schöne Vorarbeit. Schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der erste Saisontor. Und im Abschluss auch noch effizient. Ist, glaube ich, der einzige von Saarbrücken, also der noch Ausgleich da ist geschafft. Bei uns. 1-1. Also in der Startelf. Wenn er noch von Saarbrücken ist, ich weiß gar nicht, ob wir den irgendwann mal gekauft hatten. Oh, und jetzt Freistoß Schalke. Da können sie klären. Aber wie gesagt, wir müssen immer das eine Gegentor bekommen. Das ist so Pflicht bei super uns. Super dazwischen gegangen. Anders geht's halt eben nicht. Unser armer Savic. Aber heute bin ich mal ein bisschen ausgelassen. Miloš also, Pantovic. Ich reg mich nicht so viel auf. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nach wie vor steht sie unentschieden. Heute offensiv. Mit Anstoß Schalke gehen wir jetzt rein in den zweiten Spielabschnitt. Na komm, geh mal einer dran. Schalke jetzt über außen. Schalke macht Druck. Jetzt ist es gefährlich. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Sie hatten sich deutlich mehr erhofft, aber wir sehen es ja am Ergebnis. Wir sehen es an diesem Spielstand. Man muss seine Überlegenheit auf dem Papier auch in Chancen und in Tore umsetzen. Ja, sonst macht man stark. Es sich selbst schwer. Und das erleben Sie heute. Boah, das war der knapp. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Ja, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass er reingeht. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimmannschaft. Mit Auge. Oh, schönes Ding auf Pausen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Ja, guter Pass. Oh, was für ein Gurkentor. Mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende. Ja, da geht Savic zu früh raus. Da setzt er sich durch. Und dann dieser herrliche Aber was heißt Volley, zu früh raus? Wenn aber er den so nimmt, dann hat der Keeper keine Chance. Die Schalker da mit vorne. Die Gäste werden wechseln. Ja, wir wechseln auch mal.
Im Studio gibt es Neuigkeiten von einem Elfmeter aus dem Parallelspiel. Es gab einen Elfmeter für die Gastgeber und sie haben die Chance genutzt. Der Ball geht genau unter die Latte. Der Torwart ahnt das, aber ja, verhindern kann er dieses Tor dennoch nicht. Der neue Spielstand lautet damit also 2. Harter Schuss, boah, war das knapp. Aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Komm Leute, ein Unentschieden. Ah, schade, ich habe gedacht, er zieht. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Hat aber nicht. Jetzt haben sie den Ball verloren. Hm. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Ja, es geht gegen den VfB Stuttgart im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und da kann ich keine eindeutige Prognose abgeben. Ohne Witz. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Ecke kommt kurz. Der Gegner war dran, noch ein Eckball. Eine kurze Ecke. Pozuelo. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Klasse Pass. Kann er was draus machen? Schuss! Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Könnte den Konter geben. Oh, dann. Oh, dann so Sachen. Defensiv machen sie es gut. Amin Arid. Viel zu einfach. Nur unten, auf der linken Seite bei uns einfach gar das keiner. Das könnte die Chance werden. Er holt sich den Ball. Es läuft gut. Sie legen vorne, damit das auch so bleibt. Kommt jetzt ein frischer Spieler. Wichtig! Er holt den Ball. Mitrovic. Ja, geht gut dazwischen. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Kommt jetzt die Flanke rein? Ja. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Pozuelo. 8 Minuten jetzt noch. Schrebski. Ball fliegt hoch. Ach, ein. Da Schrebski. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Pozuelo. Xaver Schlager. Amin Arid. Schalke macht Druck. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Jetzt ist Platz für den Konter. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Sieht vielversprechend aus. Xaver Schlager. Da setzt er sich gut durch. Auch dieser Ball kommt gut. Sie sind heute sehr sicher im Passspiel. Klasse. Ja. Das Spiel ist aus. Damit steht es fest. Das war's. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Sie müssen sich weiter verbessern. Das war's dann wohl mit Europa. Leider. Aber nach vorne ging bei uns heute echt nicht viel, außer jetzt gerade dem einen Tor. Aber wir sehen ja auch 2 Schüsse aufs Tor. Also offensiv waren wir heute echt nicht stark. Leider. Es geht besser, aber was willst du machen? Schauen wir mal, gegen wen wir jetzt ran müssen. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Danke für diese kurzen Aussagen. Ja, dann schauen wir mal. Unsere Ziele sind wie immer gefährdet.
Wir sind jetzt also Achter. Hoffenheim hat aber nicht gewonnen, das ist schon mal sehr gut. Und Klapper auch nicht. Doch, gegen Union 3-1. Falscher Spieltag. So, ah ne, Klapper spielt heute. Klapper hat ein Spiel weniger, okay. Ne, die haben alle nur ein Spiel weniger. Ich wollte gerade sagen, keiner Punkte geholt. Ja, so. 6 Punkte hinten. Noch 8 Spieltage. Ist natürlich noch alles drin, aber ich glaube nicht, dass wir so viele Spiele gewinnen. Ich glaube es eigentlich ehrlich gesagt echt nicht. Aber wir schauen mal. Wir haben zwischenzeitlich auch schon viel zurückgelegen. Jetzt kommt Dortmund. Und wer ist abberufen für die Nationalmannschaft? Nur Trimic, okay. Und jetzt geht's gegen Dortmund. Das wird auch nicht einfacher. Aber ich denke mal, mit einem 7. Platz können, mit einem 8. Platz können wir eigentlich gut leben. Haben jetzt die Klasse gehalten. Schalke ist aus der Abstiegszone erstmal weg. Vorerst. Und Dortmund spielt ja natürlich noch um die Meisterschaft mit. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder gegen Dortmund. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.